Du musst in deinen Tod springen. Oh, ein Vogel. Ja, ganz entspannt. Ja, das reicht. Wenn du ein Auto wärst, welches wärst du? Felix, bist du bereit zum Abheben? Absolut. Sehr gut. Let's do it. Wann hast du deinen größten Adrenalinkick erlebt? Boah, ich glaube beim Bungee-Jumping, weil man da halt, wir sind von so einer Brücke, es war so ein Pendelsprung, von der Brücke in Spanien gesprungen. Du musst deinen Körper überlisten, du musst in deinen Tod springen. Du weißt, ich sterbe jetzt, wenn ich hier runterspringe und du machst es trotzdem. Okay, ich sterbe jetzt, das war's, tschüss. Und in dem Moment, rums, kommt das Seil und zieht dich da wieder lang so. Und dann hast du halt so ein, dann ist glaube ich so der, einfach so ein Endorphinstoß in deinem Körper, dass du einfach nur, ich habe überlebt, yay. Wir fliegen jetzt einfach direkt über Köln. Du kannst ja schon mal ein Gefühl dafür bekommen, hier einfach das mal anzufassen bei dir. Aha. Oh ja, das geht ganz schnell. Aber ganz feinfühlig. Man macht nur ganz kleine Bewegungen eigentlich. Und du kannst noch mal ein bisschen steigen auf 2300 Fuß. Okay. Ist es dein erstes Mal in der Cessna? Nee, ich bin schon einmal geflogen in Uganda, bin ich mit sogar ziemlich so einer Maschine. Aber da war ich halt nur Passagier, hinten saß ich auch. Zum ersten Mal hier vorne. Ja, ganz entspannt. Wir fliegen genau über das Haus, in dem ich wohne. An der Brücke, das große Kranhaus. Da und direkt da drin wohne ich. Wow, das ist extrem cool. Wir fliegen genau über den Dom rüber. Wie bist du denn darauf gekommen, jetzt auch so ein Format zu machen oder Dinge zu machen, wo du Dinge zum ersten Mal tust? Ich finde es halt immer cool, neue Erlebnisse zu haben. Ne? Also immer einfach neue Sachen ausprobieren, finde ich das Coolste, was man machen kann. Also zum einen macht es natürlich einfach Spaß, aber es erweitert auch immer den eigenen Horizont, finde ich, wenn man halt sich aus der Komfortzone rausgeht, neue Erfahrungen macht, neue Menschen trifft, neue Dinge lernt. Wann kam der Impuls, dass du gesagt hast, du begleitest dich selber? Ich meine, ich habe angefangen mit YouTube 2011, also vor 10 Jahren. Und da war ich noch in der Schule und habe dadurch halt natürlich viele Möglichkeiten gehabt, habe noch angefangen zu studieren, aber irgendwann auch gesagt, okay, ich mache jetzt Vollzeit YouTube. Und dann hast du natürlich auch erstmal viel Zeit, die du füllen kannst mit Sachen und die du füllen willst. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Und eine der ersten Projekte waren zum Beispiel Roadtrips. Einfach mit dem Longboard durch Deutschland zu fahren. Ne? Von Sylt bis Schleswig-Holstein 40 Tage lang. Also eigentlich eine verrückte Idee, aber es passiert so viel auf der Tour. Man lernt so viel dabei, man hat so viel Spaß und kann coole Videos draus machen. Hat jeden Tag die neue Herausforderung, auch aus dem Erlebten ein wirklich gutes Video zu schneiden. Ja, und so bin ich halt irgendwie dazu gekommen, dass immer dieses Erlebnisse das war, was ich am coolsten fand, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Selbst neue Sachen zu erleben und das zu verpacken für die Zuschauer. Und ja, die neue Serie jetzt so eigentlich genau das in einem Format auch noch festgehalten, so Sachen, die ich noch nie gemacht habe. Auch ganz ehrlich muss ich sagen, so ein bisschen als Ansporn für mich selbst, immer weiter neue Sachen zu machen. Weil ich habe jetzt schon relativ viel irgendwie mal so gemacht, fliegen noch nicht zum Beispiel. Also ich gucke eigentlich so ein bisschen so, was auch Kindheitsträume vielleicht sind oder waren. Da gehört Fliegen zum Beispiel natürlich absolut dazu. Ich glaube, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, was man alles machen kann. Zum ersten Mal Schwerelosigkeit, das würde ich auch mal, wenn wir das irgendwann mal machen können. Das Coole finde ich ja ist daran, dass wir jetzt nicht im Fernsehen sind, sondern auf YouTube. Wir haben ja so viel Feedback direkt immer unter dem Video. Ne? Also die Leute, die zuschauen, die können schreiben, hey, probier mal das aus. Weil die Zuschauer kennen mich auch mittlerweile ganz gut, wenn die mich seit mehreren Jahren gucken. Und das finde ich eigentlich cool, dass man diese Community-Aspekte hat. Was warst du denn für ein Kind? Also warst du ein kleiner Träumer und setzt jetzt deine Träume um? Weil manchmal ist es ja so, man sagt so, ach, lass das Kind mal reden. Ja klar, will ins All, will fliegen, ein bisschen Schwerelosigkeit, ein bisschen Rennfahren. Ne? Als Kind war das für mich eigentlich unvorstellbar. Also zum Beispiel Rennfahrer, also, das hätte ich niemals machen können, weil ich meine, Motorsport kostet halt extrem viel. Also es war unvorstellbar und das war mir auch klar. Es war halt so Motorsport als Fan und ich wusste das selbst machen, ab und zu mal mit dem Leihkart mal einmal im Jahr fahren, das war dann schon ein absolutes Highlight. Und ganz ehrlich, habe ich auch einfach extrem viel Glück gehabt, dass halt YouTube für mich so ein Ding geworden ist. Das habe ich ja einfach aus Spaß angefangen mit Gaming-Videos, reines Hobby. Damit konnte man kein Geld verdienen, das war nicht mal abzusehen, dass das irgendwie ginge. Und dass das jetzt zu meinem Job geworden ist und ich dadurch so viele Möglichkeiten habe, konnte ich natürlich nicht absehen. Und ist für mich jetzt auch so ein bisschen dann das Pflichtgefühl, ey, ich habe so eine coole Möglichkeit bekommen für mein Leben, ich möchte es auch richtig nutzen und es möglichst halt teilen. Also ich finde halt, das so ein Geschenk, dass ich das alles machen darf und dann ist meine Verantwortung, dass ich auch coole Videos verpacke, um das Erlebnis halt mit möglichst vielen Menschen teilen zu können. Wie gehst du mit dieser
Verantwortung um? Ja, ich glaube, man ist halt, wenn man eine gewisse Reichweite hat, also gerade als YouTuber, ist man halt ein Vorbild für viele, ob man es will oder nicht. Da gibt es ja auch immer Leute, ja, ich will gar kein Vorbild sein, aber man ist es halt einfach automatisch und deswegen muss man sich verantwortungsbewusst verhalten. Ich glaube, jeder Mensch hat ja seinen eigenen moralischen Kompass und nach dem versuche ich mich einfach zu richten. Also ich hinterfrage mich ständig selbst, ob das gerade cool ist oder nicht cool ist, ob ich das machen soll oder nicht. Also auch wenn ich Projekte mache oder wenn ich Werbepartner habe zum Beispiel oder wenn ich über Themen rede, dann ist immer irgendwo im Hinterkopf der moralische Kompass, mit dem ich mich selbst in Frage stelle und mich dementsprechend verhalte. Woher hast du deinen moralischen Kompass? Oder wie wurde der geprägt? Ich glaube, der moralische Kompass bildet sich halt in der Kindheit und in der Jugend, bildet er sich aus mit den Erfahrungen, die man macht, mit den Menschen, mit denen man interagiert. Und ich bin in einer großen Familie aufgewachsen mit 5 Geschwistern. Deswegen für mich ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt Fairness gewesen. Weil für uns Kinder war immer, es muss immer alles fair zugehen. Und das nicht nur, dass wir selbst Fairness für uns selbst eingefordert haben, sondern es wurde uns eben auch vorgelebt von unseren Eltern. Also wenn der eine was bekommt, dann muss der andere was Äquivalentes irgendwie bekommen. Und niemand wird bevorzugt einfach. Es gibt auch kein Lieblingskind, ne, sondern alle werden gleichermaßen geliebt. Und deswegen ist, glaube ich, für mich sticht besonders eben der Punkt heraus. Also ich bewerte, moralisch bewerte ich ganz, ganz viel immer danach, ist das fair? Finde ich das fair oder nicht? Also nicht jeder muss genau gleich sein, nicht jeder muss das Gleiche bekommen und das Gleiche haben. Und die Welt ist leider nicht fair, aber ich versuche mich so zu verhalten, dass es möglichst fair ist. In jeder alltäglichen Situation eigentlich ist das immer ein Punkt, auf den ich unterbewusst oder auch mal ganz bewusst drauf schaue und mich dementsprechend verhalte. Ich gebe mal Vollgas. Das sieht gleich sehr gut aus, wenn wir auf die Höhe der Wolken kommen. Kann man surfen auf den Wolken? So ein bisschen wie Mario Kart. Auf welche Höhe sollen wir steigen, Kim? Müssen wir mal schauen, wie hoch die sind. Die sind bestimmt so bei 5000 Fuß, 4500. Okay, visiere ich mal an. Ich habe das hier im Blick. Ja, jetzt merke ich schon, dass ich selbst fliege hier richtig. Also das ist, davor so ein bisschen Kurs halten, so ein bisschen wie in so einem Elektroboot mit einem Familienausflug und dann lässt man das kleine Kind auch mal an Steuer so, ne? Mal ein bisschen weiter rechts, dass du Abstand von der Wolke hast, weil wir dürfen da nicht zu nah lang. Echt so ein bisschen Zickzack, Slalom fahren wir so ein bisschen, ne? Um die Wolken herum. Das ist schon cool. Genau, jetzt kannst du aufhören mit steigen. Genau, wir müssen jetzt auf 5500 ungefähr. Also bist du runter. Boah, das ist echt beeindruckend, so knapp über die Wolken einfach hier entlang zu fliegen und dann wirklich die Kontrolle zu haben. Ne? Jetzt geht es ein bisschen weiter runter. Als ich 12, 13, 14 war, da war ich in Berlin auch in so einem Kart-Club. Ja, da sind wir einmal die Woche Kart gefahren mit einem Kart-Trainer. Aber das hast du schon gesagt, das ist halt unfassbar teuer. Fing das bei dir dann auch mit dem Kartfahren an oder wie bist du an die... Gar nicht, also ich bin nie professionell Kart gefahren oder auch nicht mal semi-professionell, war nicht mal im Kartclub. Jetzt, wenn du in Deutschland, wenn du wirklich auf einem hohen Niveau Kart fahren willst, dann zahlst du da 6-stellige Summe im Jahr. Dann ist halt Wahnsinn. Die bauen dann teilweise, wenn du wirklich Erster sein willst, musst du nach jedem Rennen baust einen neuen Motor ein. Das war dann einfach logischerweise unvorstellbar für mich und für meine Familie. Das wäre gar nicht möglich gewesen, das zu finanzieren. Deswegen habe ich gar nicht daran gedacht, dass ich sowas mal machen kann. Dann habe ich ja mit YouTube angefangen und auf YouTube immer die Sachen gemacht, die mir Spaß machen. Gaming am Anfang, dann eben die Vlogs mit den vielen Reisen. Aber Autos war immer schon als kleines Kind ein Thema, was mich fasziniert hat. Und deswegen habe ich auch dann Auto-Content gemacht, Autos getestet und über die Roadtrips kam es eigentlich so. Ne? Von den Roadtrips dann auch mal einfach nur so Autos. Und dann dachte ich, wenn ich so viel mit Autos mache, dann will ich auch ein guter Autofahrer sein. Also brauche ich ein Training. Und wo trainiert man Autofahren am besten? Auf der Rennstrecke. So kam es eigentlich dazu, dass ich dann was gefunden habe, wo ich dann so eine Einsteiger-Rennserie fahren kann. Und da habe ich dann sehr viel gelernt. Also mich davor im Simulator vorbereitet, mit einem Coach dann auf der Strecke gelernt und habe das Ganze auf YouTube halt gemacht als Serie von Null auf Rennfahrer. Und dann natürlich auch das erste Rennen, aber auch das erste Mal ein Dreher, die ersten Niederschläge, dann auch die ersten Erfolgserlebnisse, die Punkte gefahren im Rennen, zum ersten Mal ein Podium gehabt. So jeder einzelne Schritt war dabei. Und ich glaube, das hat viele Zuschauer von mir auch für Motorsport begeistert, die sich davor gar nicht dafür interessiert haben. Aber wenn du halt so die Geschichte, das Menschliche so dahinter hast, dann kannst du halt eine Verbindung dazu aufbauen. Und dann hast du ja auch noch diese Trips, dass du 24-Stunden-Rennen und so machst. Wie bereitest du dich denn darauf vor? Da brauchst du einfach eine gute Grundfitness. Also das ist das Hauptding. Also beim Motorsport ist einfach, du hast natürlich über die Arme, halt über die Lenkkräfte. In den Beinen brauchst du gute Power, weil du die Bremse, die trittst du halt mit über 100 Kilo. Also es ist wirklich wie halt Beinpresse so im Fitnessstudio. Du musst halt 100 Kilo drücken, immer wieder und wieder und wieder. Und das nicht nur irgendwie, sondern halt auch mit Gefühl gleichzeitig noch. Dein ganzer Körper, du musst
musst gut trainiert sein, weil sonst wirst du im Sitz hin und her geschüttelt die ganze Zeit. Wenn ich aus dem Rennauto aussteige, vor allem wenn es ein bisschen wärmer ist, dann bin ich auch gut durchgeschwitzt auf jeden Fall. Wie war dein erstes 24-Stunden-Rennen? Ist halt Teamsport, ne? Das ist dann nicht, das ist Motorsport sowieso Teamsport, aber 24 Stunden noch mehr, wenn du eben auch mit meinen zwei Teamkollegen dann zusammen das Auto teilst, alle versuchen schon davor im Training Qualifying das Auto zusammen, das Setup besser zu machen. Wir hatten da große Probleme, wir hatten, im Endeffekt hat sich rausgestellt, ein Dämpfer hinten, irgendwas war da kaputt und dadurch war das Auto so ein bisschen unberechenbar und dann bist du da am Rätsel und du bist halt am Rätsel über eine Sache, wo du mit 250 auf der Strecke fährst, einlenkst und sagst, manchmal kommt das Heck halt komisch und das ist halt so, das willst du halt nicht haben. Und muss man zusammenarbeiten. Aber wir haben auch einfach eine lustige Truppe bei uns mit Teichmann Racing. Also die haben uns am Abend vor dem Rennen, sind wir in unseren Wohnwagen zurückgegangen oder Wohnmobil. Wir haben schon fast geschlafen und die kamen an und haben alles einmal rundum zugetaped. Weil es ja mein erstes 24-Stunden-Rennen, das ist deren Willkommensding gewesen. Ich mache ja alles als Spielkind Racing. Und die haben sich dann einfach Pullover und Caps und alles mögliche drucken lassen. Und einen Kuchen sogar gemacht mit riesen Aufschrift. Kein Wunschkind Racing. Auf meinem Helm, da steht eigentlich von der Laden drauf an der Seite, haben sie abgeklebt und haben, dass da drauf steht, zu der Laden. Also, war auf jeden Fall sehr guter Teamgeist dabei. Und es war ja kein 24-Stunden-Rennen am Ende, weil es gab nachts eine Unterbrechung von, ich glaube, 8 Stunden oder so, oder noch mehr. Wir hatten halt so dichten Nebel, dass du halt das Auto vorne nicht mehr gesehen hast. Teilweise Sichtweite unter 50 Meter. Und war halt Pech. Aber dann musste das Rennen unterbrochen werden und konnte erst am nächsten Morgen fortgesetzt werden. Das war sehr schade. Aber ja, haben wir auch dann unseren Spaß alle zusammen gehabt. Zusätzlich spielst du ja dann quasi auch noch Formel 1 sozusagen im Stream. Kriegst du denn nicht auf der Rennstrecke genug? Also ist ja was völlig anderes, aber macht dir das dann genauso Spaß? Genauso ist vielleicht übertrieben, also natürlich das Echte ist nochmal krasser, weil du halt das Geschwindigkeitsgefühl, das hast du natürlich nur in echt und das Adrenalin hast du nur in echt so. Aber mir macht mega viel Spaß im Simulator zu fahren, ne? Und gegen andere Leute zu fahren, da ist natürlich noch der Faktor, dann spielst du halt mit teilweise 5-6 Leuten zusammen und du kämpfst gegeneinander und du schreist dich gegenseitig an, hey, ich gehe vorbei und nein, das machst du nicht. Und halt das Coole ist, du hast den gleichen Input, du hast nicht das gleiche Gefühl im Sitz, ne? Weil du halt dich nicht wirklich bewegst. Aber du hast wirklich genau das gleiche Lenkrad und gleiche Pedalgefühl, wenn du die richtigen Pedale hast. Ne? Also trittst du auch mit 100 Kilo dann rein. Bist du auch schon mal gegen andere Rennfahrer dann gefahren, wo du dachtest, Mensch, Junge, Junge, Junge. Ja klar, also viele Rennfahrer können digital gar nicht fahren, vor allem die Älteren. Aber die Jüngeren, die auch damit aufgewachsen sind, die fahren ganz selbstverständlich im Simulator, sind teilweise halt mega gut. Also Max Verstappen gehört ja zur absoluten Weltspitze im echten Motorsport und gehört auch zur absoluten Weltspitze in der Simracing-Welt. Ist da auch bei einem professionellen Team, fährt da zusammen mit professionellen Fahrern, die werden dafür bezahlt, Simracing zu fahren. Und Max Verstappen kommt ein paar Mal im Jahr dazu und trainiert aber auch eben richtig intensiv dafür und fährt dann Simracing, 24-Stunden-Rennen in der Simracing-Welt, fährt er hobbymäßig nebenbei, aber auf dem professionellen Level eben, ist einer der Top-10-Fahrer weltweit auf jeden Fall, der ist da ganz vorne dabei. Und dann die Fahrer wie Lewis Hamilton, die machen das gar nicht. Im Corona-Jahr war halt einer der Punkte, dass halt Motorsport auch nicht ging, aber das hat Simracing einen riesen Push gegeben und die ganzen echten Fahrer haben auf einmal auch Simracing halt gemacht und es gab offizielle Veranstaltungen dafür und dadurch kam ich auch dazu, dass ich dann Formel 1 Rennen oder Assetto Corsa oder iRacing gegen ganz viele Rennfahrer gefahren bin, also auch gegen Charles Leclerc, gegen Nico Hülkenberg, Lando Norris, Max Verstappen auch, gegen alle möglichen bin ich Rennen gefahren, virtuell und habe mich mit denen duelliert. Das ist sehr lustig auf jeden Fall, auch wenn du mit denen im Teamspeak drin bist. Ocon war auch im Teamspeak und er wurde dann irgendwie rausgedrängt von irgendjemandem, der hatte laut geschrien dann da im Teamspeak. Das ist schon sehr lustig, wenn du halt die eigentlich kennst aus dem Fernsehen, von der Formel 1 und jetzt sitzen die genau wie du im Simulator zu Hause, werden abgedrängt und lassen ihre Emotionen freien Lauf. Das ist genauso, wie wenn du mit deinen Freunden halt zusammen zockst, so, dann sagst du, hey, komm Teamspeak rein, yo, ich bin da, hörst du mich, ja, ich höre dich, perfekt. Dann bist du auf einmal mit so Formel 1 Fahrern, sitzt du dann da im Teamspeak und fährst da und wirst angeschrieben, yo, wie sieht's aus, ne? schreibt auf einmal Charles Leclerc, schreibt dir, yo, wir fahren dann und dann wieder, so, hier ist der Link, bist du dabei, ja, nein, yo, bin ich dabei, cool, bis später. Da ist echt nice, dass die digitale Welt das so viele Leute zusammenbringt. Gab es irgendwie mal den Moment, wo du gesagt hast, so, du würdest vielleicht das eine für das andere drangeben? Also entweder YouTube oder Rennsport und anstatt YouTube? Und für mich ist immer klar gewesen, YouTube ist Nummer 1. Das ist meine absolute Passion. Damit verbinde ich alles. Sowohl Gaming als auch Reisen
als auch einfach das Filmen an sich, neue Erfahrungen machen, als auch Motorsport. Der gemeinsame Nenner von all dem ist YouTube. Deswegen, das ist für mich ganz klar, dass ich das natürlich weitermache. Deswegen kann ich auch im Motorsport nicht, also ich müsste ja eigentlich jede Woche trainieren und das geht halt gar nicht bei mir, weil ich so viele andere Sachen mache. Also auch jetzt, diese Saison musste ich wieder Rennen aussetzen, weil ich halt andere Verpflichtungen hatte. Wenn dich deine Großmutter fragt, was du beruflich machst, was sagst du der? Ich mache YouTube. Meine andere Großmutter ist vor ein paar Jahren verstorben, aber die hat noch YouTube noch mitbekommen und hat auch Videos geschaut. Und das ist eigentlich ganz schön gewesen, dass sie dann, hat einen noch darauf angesprochen, was sie dann da gesehen hat. Und die haben das eigentlich beide verstanden. Also ich habe eigentlich wirklich gesagt, was das ist, dass ich da halt sowas wie Fernsehen mache, nur eben im Internet. Und dass ich da Zuschauer habe und dass ich über die Werbung bezahlt werde. Aber die fanden das eigentlich von Anfang an cool. Also meine Eltern fanden es auch cool, aber die musste ich erstmal überzeugen, dass ich das Studium jetzt aufhöre. Und inwieweit muss man da denn auch kämpfen? Du machst das ja jetzt ja schon ewig lange, ja? Aber ist es denn mit der Rente, Junge, und so? Früher war es so, die Frage immer, und damit kann man Geld verdienen? Und, ne, oder wie viel kann man denn damit verdienen? Mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt, weil einfach jetzt die meisten Menschen über YouTube kennen und wissen, man kann damit Geld verdienen. Und ich habe ja allein 6 Leute bei mir angestellt. Da musste ich halt auch gucken, wie alt war ich? 22, 23, als ich zum ersten Mal jemanden eingestellt habe, oder 21 war ich eigentlich, wie man dann als sozusagen Chef ist und dann, ne, musst du auch selbst lernen irgendwie. Wie hat sich dann auch deine Arbeit verändert mit den steigenden Verpflichtungen, die ja dann kommen? Also hat sich ganz stark verändert, wie ich arbeite. Also früher gab es halt nur die Videos, ich habe die Videos gemacht und war damit auch fulltime ausgelastet. Und, heute muss ich halt, Teil dieser Zeit kann ich nicht mehr in die Videos stecken, sondern in Organisation mit Mitarbeitern hier sprechen. Buchhaltung, ne, auch mal mit Anwälten muss man irgendwelche Sachen klären. Es gibt so viel, man muss viel jonglieren. Und wie schaffst du es, den Spaß zu behalten? Also, dass du da nicht nachher vom Abenteurer zum Manager wirst? Indem ich Mitarbeiter habe, an die ich diese Aufgaben abgeben kann, so viel es geht ja nicht alles. Kannst du gut abgeben? Ja, mittlerweile besser, ja, viel besser. Also zum Beispiel mit Tim, der jetzt auch schon weit über 2 Jahre jetzt schon dabei ist, hat man irgendwann so ein Verhältnis aufgebaut, wo man weiß, man versteht sich genau, was man gegenseitig voneinander möchte und dass ich mich voll auf ihn verlasse. Also wenn ich mal keine Zeit habe, den Schnitt mir von einem Video anzugucken, dann geht es trotzdem online. Kommt schon häufiger vor, dass wir zusammen das Video drehen und natürlich auch darüber sprechen, wie es ungefähr sein soll. Aber Tim kümmert sich komplett darum. Sollen wir gerade so absinken? Moment, ja. Kannst du mal kurz geradeaus fliegen? Moment, ganz kurz. Halt einmal fest. Ich fliege. Verlasse die Frequenz und geh auf die 118295. Mensch, gut so ein Autopilot hier. Ja, es fragen ja auch manche so. Es fragen ja auch tatsächlich manche in den Kommentaren und so, kann man das machen, darf man das machen und so. Dass Leute steuern. Aber der Punkt ist der, dass das tatsächlich einen Tick weiter nach links die ganze Sache auch wirklich einfach sicherer macht und besser macht, wenn jemand neben einem sitzt, ja, also ich darf jetzt nicht die Verantwortung an dich übergeben, ja. Ich bin die ganze Zeit verantwortlich dafür, aber du darfst trotzdem ans Steuer. Das entspannt halt auch einfach, gerade bei einer längeren Strecke. So, wo waren wir denn gerade? Ich musste da einmal kurz hier unterbrechen. Felix hat eigentlich nur erzählt, wie toll ich bin. Aber Tim ist halt auch wirklich toll. Und also das ist extrem wertvoll, nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, sondern auch für mich persönlich, privat einfach, dass ich weiß, ich kann mich auf jemanden wie Tim einfach verlassen. Ja, das habe ich, ist alles halt Learning by Doing. Ne? So wie jetzt fliegen heute, ist auch Learning by Doing. So langsam weiß ich ein bisschen was hier. Und das im wirtschaftlichen oder im unternehmerischen Sinne ist es genauso. Man muss einfach die Erfahrung machen und dann auch mal auf die Schnauze fallen und daraus lernen, um es dann besser zu machen. Was fasziniert dich an Reisen? Wann fing das an, dass du gesagt hast, ich habe Bock, die Welt kennenzulernen? Ich habe mich schon als Kind auf jeden Fall für die Welt fasziniert, fürs Reisen. Es gibt diese Kinderbücher mit den Briefen, die Felix der Hase schickt. Also einfach die Neugier. Neugier und Offenheit für die Welt. Was hast du da für Ziele und Wünsche? Wo würdest du gerne hin? Also es gibt wenig Orte jetzt, wo ich sagen würde, boah, genau da will ich unbedingt noch hin. Einfach weil ich schon relativ viele Orte auch gesehen habe. Und für mich meistens auch nicht so der Ort an sich im Vordergrund steht, sondern so das Erlebnis, was man an dem Ort macht. Also zum Beispiel war ich zwar schon in den USA, aber ich würde gerne mal irgendwie einen Roadtrip machen von der West- an die Ostküste oder umgekehrt. Also einmal sozusagen durchs Land durchfahren. Hawaii finde ich als Ort ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Südamerika habe ich erst wenig gesehen, da war ich nur in Kolumbien. So der Kontinent, so der hat
so viel zu bieten und ist ja auch so divers. Das würde ich gerne nochmal sehen. Oder die Antarktis. Reist du auch gerne alleine oder bist du gerne mit Menschen unterwegs? Ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr gerne alleine ist. Also gerade zu Hause bin ich sehr gerne einfach alleine. Aber tatsächlich war ich noch nie alleine wirklich reisen. Also natürlich Dienstreisen irgendwie zu einem Dreh irgendwo hin. Ja, ein bisschen Höhe verloren haben wir. Steigen wir wieder ein bisschen. Welches Erlebnis in welchem Land hat dich denn besonders geprägt? Was mich sehr beeindruckt hat, war, als wir in der Elfenbeinküste waren, in der Côte d'Ivoire. Und mit Fairtrade war ich da. Und wir haben uns die Schokoladenernte angeschaut. Also wirklich, wie die Schokolade gemacht wird. Und die Ernte natürlich nicht der Schokolade, sondern dann des Kakaos. Und da sind wir wirklich bis zum Ursprung gegangen und sind dann auch dann viele Stunden über eine staubige Piste gefahren zu Dörfern ohne Strom, ohne fließend Wasser. Das sind eben die Dörfer, in denen die Menschen leben, die die Felder bewirtschaften, wo die Schokolade herkommt, die wir hier im Supermarkt haben. Und wir haben auch in dem Dorf übernachtet haben abends mit dem Dorf Fußball gespielt. Das war wie früher im Dorf mit den Schulkameraden spielen. Also gar kein Unterschied zwischen uns Kindern dann in Europa und dort in dem Sinne, also was Fußball angeht. Wir haben alle Spaß gehabt, Fußball haben zusammen abgeklatscht, wenn wir ein Tor gemacht haben, haben gefightet, sind auf den Boden geflogen, alles und haben unseren Spaß zusammen einfach gehabt. Und das hat sowas voll uns verbunden. Ja, da sind wir natürlich auch dann extrem dreckig geworden, voll gestaubt. Was hätten wir in Deutschland gemacht? Ja, ne, kommen wir zurück nach Hause, sagt die Mutter, so, du gehst erstmal in die Dusche. So, da? Duschen gibt es nicht, ne? Gibt es ja kein fließendes Wasser. Mit so ein paar Bananenblättern abgehangen, so eine, wie eine Duschkabine praktisch, aber draußen. Und hat konnte man sich halt einen Eimer Wasser aus dem Brunnen nehmen. Der wurde dann am Feuer ein bisschen aufgewärmt und damit hast du dich dann gewaschen. Und das war dann so, und während du dich gewaschen hast, wurde es langsam dunkel. Und dann war stockduster und es gab kein Licht. Du kommst sozusagen aus diesem Fußball, das ist genau wie früher, genau gleich, hin zu, okay, aber warte mal, das sind ganz andere Lebensbedingungen. Und trotzdem sind alle happy und trotzdem, ne, man spielt zusammen Fußball, man wäscht sich und dann gibt's Abendessen. Muss ja halt irgendwie halt so irgendwie entlang gucken, dass zum Lagerfeuer, dass du da das Licht irgendwo siehst und dich da so guckst, dass du da hinkommst, ohne über irgendwas zu stolpern. Und dann sitzen alle am Feuer, alle essen zusammen. Nächsten Tag sind wir dann zum Feld und haben dann da bei der Ernte halt mitgeholfen, gezeigt bekommen, wie das alles funktioniert. Ja, sehr beeindruckend, weil man halt diese Verbindung sowohl über die Schokolade als auch über das Fußballspielen zu sich selbst hat, aber dann gleichzeitig die Unterschiede so sehr aufgezeigt bekommt, was für ein Glück man hat, wie privilegiert man ist und wie happy trotzdem die Menschen auch dort sind mit dem, was sie haben. Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend. Gerade wir in Deutschland, auch mit unserem Sozialstaat, können uns so glücklich schätzen mit dem, was wir hier haben. Und da muss man sich auch vielleicht selbst hinterfragen, ey, wenn ich jetzt da leben würde, in irgendeiner Megacity in Afrika und für sehr wenig Geld irgendwie schuften muss, würde ich vielleicht auch woanders hingehen wollen, würde ich irgendwo anders mein Glück versuchen wollen. Ja, das ist halt unsere globalisierte Welt, die irgendwie miteinander verbunden ist und gerade über Medien, gerade über das Internet, aber der Wohlstand halt nicht überall verteilt ist und die Lebensrealität halt doch überall unterschiedlich sind und Ungleichheit ist. Und auch Unfairness, ja, ist natürlich eine schöne Utopie, ob wir die vielleicht irgendwann erreichen können, dass überall auf der Welt zumindest ähnliche Lebensumstände sind, aber davon sind wir natürlich noch sehr, sehr weit entfernt. Du kannst wieder nach links, du hast einen leichten Rechtsdrall. Ich habe die ganze Zeit so einen Rechtsdrall, ne? Ich bin so ein bisschen, ich will immer wieder eher nach Osten als auf die 060. Ich fühle mich nicht gestresst, aber ich merke auch, dass man in einem anderen Modus irgendwie ist. So eine Grundkonzentration. Ja, ja. Genau, du musst erstmal wieder ein bisschen nach links und vor uns ist dann der Harz. Du kannst ein bisschen runterdrücken, dann können wir mal unter die Wolken. Also, da siehst du den hohen Berg und da quasi links dran vorbei. Das ist jetzt nicht direkt über die Spitze, es kommt ein bisschen knapp. Das ist krass, wie dunkel der Harz ist, weil er unter den Wolken liegt, ne? Also einfach nur schwarz. Also, fliegen, ganz ehrlich, fühle ich mich mittlerweile relativ sicher mit dem, was ich so mache. Also, wenn du jetzt auf einmal bewusstlos werden solltest, fliegen könnte ich weiterhin. Die Frage ist Landung, das ist ja eine ganz andere Nummer, ne? Da hast du einen Knopf, den könntest du drücken und dann könntest du erstmal mit Leuten reden, die dir helfen können. Ich meine nur für den Fall, falls du jetzt bewusstlos werden solltest, dass ich es weiß. Also hier eigentlich ist der Hebel wichtig, der Gashebel, Funk und die Landeklappe und eine Piste, die möglichst lang genug ist. So, und dann fliegt man halt auf die Piste drauf zu und unten fängt man dann ab, ja, und schwebt dann über die Bahn rüber. Und dann gibt es hier noch eine Stallwarnung, das heißt, wenn du so langsam bist, dass du in Stall kommst,
dann ist so langsam der Punkt, dass du dann aufsetzt. Dann, was ich mir halt so schwierig bei der Landung vorstelle, ist sozusagen diesen Winkel, den Landeanflugswinkel sozusagen zu treffen, den Vektor, den Landevektor, der Pfad, auf dem man ist, dass man den nicht zu hoch oder zu spät oder so hat. Genau, das ist dann einfach eine Übungssache. Wann hast du so ein Gefühl, wie es aussieht? Also du machst das dann wirklich nach der Sicht, du kannst dich auch so ein bisschen nach den Höhen orientieren. Ich finde es auf jeden Fall sehr beruhigend, dass Felix jetzt die Option B ist, sollte Daniel in Ohnmacht fallen. Könntest du dir das dann auch vorstellen, mal einen Flugschein zu machen? Ja, definitiv. Also ich habe schon häufiger darüber nachgedacht und habe mir dann immer gedacht, ja, statistisch sind halt gerade die kleinen Flieger mit den unerfahrenen Piloten die halt dann schon irgendwo mal eine Bruchlandung haben. Will ich mir das antun? Ich wäge immer Risiko ab. Motorsport hat ja auch Risiko, aber ich weiß, wenn ich mit einem modernen Auto fahre auf einer modernen Strecke, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass mir etwas wirklich Schlimmes passiert. Aber beim Motorradfahren habe ich mir gedacht, da kann halt jederzeit von der Ecke irgendwo jemand mich übersehen und umhauen, auch wenn ich nichts falsch mache, und dann war es das einfach. Oder ich bin für mein Leben gezeichnet davon. Deswegen kein Motorradfahren für mich, obwohl mir würde es mega Spaß machen. Fliegen würde mir auch mega Spaß machen, aber auch eben dieses Risiko. Aber wie ist es bei dir? Ja, also flieg mal ein bisschen weiter links, das verringert das Risiko jetzt für uns. Ja, also das ist erstaunlich, weil wir da einen ähnlichen Punkt haben. Beim Fliegen hat man, finde ich, relativ viel selbst in der Hand, weil es wichtig ist, dass du die Maschine vorher checkst, dass du die Tests machst, dass du das alles durchgehst. Und dann ist auch die Frage, wann fliegst du und wann passieren die Unfälle, von denen man hört, ja? Oftmals passieren die, weil die Leute bei schlechtem Wetter fliegen, weil sie Höhen nicht einhalten, weil sie total überladen sind, ja? Und wenn man die Dinge schon mal weglässt, dann ist das Risiko auch viel geringer. Weil selbst wenn was ausfällt, ist relativ viel redundant drin. So, und deswegen mache ich das, weil ich mich sicher fühle. Das ist ein guter Punkt, finde ich auch sehr interessant, weil ja, genau so eine Abwägung müsste ich auch machen, weil faszinierend tut es mich auf jeden Fall. Also auch gerade, wenn wir jetzt hier so über den Harz rüberfliegen, das ist nochmal, oh, ein Vogel. Ja, ja. Habt ihr das gesehen? Da war ein richtig nah der Vogel. Da sind wir wieder beim Risiko. Krass, wie hoch der Vogel dann aber war. Ja, ja. Ne, aber das ist schon, dann siehst du hier so einen Stausee da unten. Also da würde ich mich schon sehen mit einem eigenen Pilotenschein. Da machst du mir heute richtig Lust auf mehr. Welcher Ort oder Gegenstand lässt sich emotional werden? Gegenstände ist jetzt ein bisschen cheaten, aber Gegenstände halt Fotos. Ich habe halt ganz viele Fotos in meiner Wohnung. Die ganze Wand ist voll mit Fotos und ist halt alles voller Erinnerungen aus meinem Leben. Und das lässt mich auf jeden Fall emotional werden, wenn ich dann zurückdenke, ah, da haben wir das gemacht, hier war das. Wenn ich mich auf den richtigen Gegenstand festlegen müsste, dann aufs Longboard. Das Original Longboard, mit dem ich halt 1400 Kilometer gefahren bin. Das habe ich immer noch bei mir und das halt ist, ja, das ist richtig cool. Was ist das nutzloseste Talent, das du besitzt? Tim, habe ich irgendwelche Talente? Dein Talent ist so viel zu reden, aber aber das ist nicht nutzlos, das ist wichtig. Das ist nützlich heute. Für meinen Beruf ist es ganz nützlich, aber ich kann sehr viel reden auf jeden Fall. Eigentlich ist fast nichts nutzlos bei dir, dadurch, dass du ja alles irgendwie umsetzt. Selbst nutzlose Sachen sind häufig unterhaltsam, deswegen sind die bei mir ganz gut. Also ich bin zum Beispiel sehr schlecht in vielen Spielen gewesen früher immer oder immer noch. Aber es war gut, dass ich so talentlos bin, weil das war dann wenigstens unterhaltsam, wenn ich immer gefailt habe in allen Spielen. Fändest du es manchmal angenehmer, weniger erkannt zu werden oder anonymer leben zu können? Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn alles gleich bleiben könnte, aber ich bloß nicht erkannt werden würde, super, würde ich sofort machen. Also ich habe kein Problem damit, erkannt zu werden. Und es häufig sind es auch sehr positive Interaktionen, ne? weil die Leute, die einen ansprechen, sagen ja auch häufig, hey, finde voll cool, was du machst, so, und dann können wir vielleicht ein Foto machen und dann vielen, vielen Dank. Wenn ein anderer Mensch happy ist, dann strahlt das ja immer ab auf einen selbst, also bei mir auf jeden Fall. Aber in der Masse, vor allem wenn es irgendwie viel auf einmal ist, ist es häufig natürlich ein bisschen stressig, fühlt sich beobachtet. Also so, ja, gibt es, sage ich mal, ein paar Sachen, da würde ich einfach voll gerne drauf verzichten. Welche deiner Qualitäten oder Eigenschaften schätzt du besonders? Ich schätze besonders meine Eigenschaften, dass ich mich sehr gut in andere Menschen hineinversetzen kann und auch sehr offen und neugierig bin. Also ich möchte mich auch immer in andere hineinversetzen und überlegen, was denken die, warum denken die so, warum handeln die so, und ich bin nicht so verurteilend, würde ich mal sagen. Das ist mir auch eine sehr wichtige Eigenschaft für mich selbst, finde ich einfach, dass man immer offen ist für andere Menschen, für andere Lebensrealitäten eben auch, die dann eben dazu führen, dass man so oder so denkt, so oder so entscheidet.
Also kaum ein Mensch trifft einfach so eine dumme Entscheidung, sondern es hat meistens irgendwie einen Grund aus den jeweiligen Umständen. Und da, dass ich da offen bin, das mag ich sehr an mir und möchte ich mir auch immer beibehalten. Wenn du ein Auto wärst, welches wärst du? Also, man müsste eigentlich ein Multitalent sein, was nichts richtig gut kann, aber ganz, ganz viele ganz, ganz gut. Und du müsst ja auch trotzdem noch irgendwie sportlich sein. Dann sind wir einfach ein Audi RS6. Der kann alles. Ja. Und ist auch noch sehr geil, oder? Ja. Also ich wär's gerne. Wir sind auch schon in 15 Minuten da. So schnell geht das, ne? Ratzefatz, Köln-Berlin. Ich würde gerne noch einen Vollkreis machen. Das wollten wir doch noch. Also soll ich den machen? Ja, naja, wer denn sonst? Wir müssen ja erstmal gucken, ob links ein Flugzeug ist. Alles frei und jetzt kannst du nach links. Okay, also dann machen wir jetzt nochmal. Genauso, 17 Grad, das reicht. Es dauert jetzt 2 Minuten Vollkreis. 2 Minuten dauert genau. Vollkreis. Aber deiner ist nicht ganz Standard, der ist ein bisschen doller, aber ist gut. Deiner dauert nur 1,30. Einmal wieder raus aus dem Halbkreis. Und das war schneller, gut. Ne? Ja, das war super. Felix, wo geht die Reise für dich hin, wenn du so überlegst in den nächsten Jahren? Was möchtest du gerne machen? In den letzten 10 Jahren hat sich so viel verändert bei mir und ich konnte nie 2-3 Jahre vorher sagen, was in den nächsten Jahren passieren wird. Deswegen weiß ich auch nicht, was jetzt passieren wird. Immer wieder sich selbst neu challengen, raus aus der Comfortzone, weil mit Stillstand bist du auch ganz schnell auf dieser Plattform, auf YouTube bist du auch ganz schnell dann vergessen. Also es gibt jeden Tag neue YouTuber, man darf den ganzen Spaß nicht verlieren, weil wenn ich meinen Spaß dran verliere, werden die Videos auch nicht mehr gut, dann guckt es auch keiner mehr. Weiter kreativ bleiben, weiterhin Spaß haben und je nachdem, was für Chancen sich bieten, nutzen. So, deine erste Landung vorne im Cockpit, ne? Einen habe ich schon. Bei der ist in der Cessna. Sieht krass hoch aus, ne? Jawoll! Vielen Dank, dass du an Bord warst. Man klatscht doch immer im Flugzeug, habe ich gehört. Ja. Ich habe das gerne, habe ich euch geflogen. Ihr wart angenehme Passagiere. Willkommen in Berlin. Okay, ich sterbe jetzt. Das war's. Tschüss.